Hallo, willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr personalisierte Untersätze machen könnt. Dazu könnt ihr diese Sticker verwenden, was ich euch gezeigt habe. Die habe ich bei jemandem zuschneiden lassen, weil ich die Maschine nicht dazu habe. Oder ihr könnt auch Plexigläser nehmen, aber ihr müsst darauf achten, dass die nicht so dick sind, weil ich hatte mir irgendwo mal bestellt und die waren dann zu dick, dann wäre der Untersetzer extrem dick geworden. Deswegen würde ich Sticker bevorzugen. Und achtet bitte darauf, dass ihr immer Handschuhe trägt. Ich habe zwar gerade keine an, aber ich habe auch sehr, sehr aufgepasst, dass ich von dem Harz nicht abbekomme. Weil ich habe bei mir gemerkt, ich bekomme immer trockene Hände, wenn ich in demselben Raum bin. Da kann man eigentlich schon merken, dass das Harz nicht so wirklich gesund ist, wenn man damit arbeitet. Am nächsten Tag habe ich eine Glitzerschicht über das eine Untersetzer drauf geschüttet, weil hätte ich das Glitzer mit der Farbe direkt gemischt, das Glitzer hätte sich am Boden abgesetzt und ich möchte, dass man das auf der Oberfläche sieht. Deswegen muss es eine Extraschicht sein. Auf das andere habe ich noch nicht gegossen, denn die Farbe hat mir noch nicht so gut gefallen. Deswegen habe ich noch eine Farbschicht über das andere gemacht. So, nachdem ich das eine Sticker geklebt habe, habe ich noch eine Klarsicht drauf gemacht, denn ja, das wäre dann halt sicherer, wenn man auf das Untersetzer was drauflegen würde, dass das Sticker dann nicht beschädigt wird.
Bei meinen selbstgemachten Untersetzerformen eignet sich Lack mit Pinsel viel besser, denn mit dem Lackstift, was ich auch sehr gut finde, komme ich dann nicht an jede Stelle und dafür eignet sich halt der Pinsel viel besser.